Moin Moin, ihr Nerd-Taste-Sign, eine kleine Kurzkritik zu The Inhabitants, ne? Den habe ich ganz vergessen gehabt, der ist ja bei Cape Light erschienen. Sie hatten mir auch ein kostenloses Pressemuster zugeschickt, nochmal Dankeschön an dieses von Cape Light, ja. Und es ist ein Film, wo man sagen muss, okay, das stimmt schon teilweise schon, Don't Breathe stößt auf The Exorcist. Den Dämon kennenlernen. Das war es auch teilweise gewesen. Sag mal, dieses Drehbuch, das ist eher so ein bisschen schwammig, seicht und weiter. Sie brechen da ein. Okay, das ist aber so der Part, wo man sagen muss, der Plot, der eher sehr schwach ist, der so einigermaßen die Leute nicht so richtig interessiert. Der Exorzismus-Part ist schon wieder nicht schlecht. Der kann auch überzeugen, ist doch ganz gut gemacht. Anzumerken, das ist eine mexikanische Produktion. Schauspielerisch ist es auch eher so durchwachsen. Also das ist wirklich, sagen wir mal, die den Exorzismus spielt. Die spielt so gesehen auch am besten. Aber das ganze Projekt, so eine Art, der ganze Film ist eher so ein bisschen in die Richtung durchwachsenes Werk. Ja, einerseits ist auch sehr inhabitant, nicht richtig blutig. Es ist einfach so ein Werk, wo man sagen muss, ja, das kann man sich angucken. Muss man jetzt nicht ganz ehrlich, aber gut, ihr wisst ja, Cape Light hat immer diese schönen Schuber vorne, die so ein bisschen glänzen. Wer natürlich Sammler ist, der wird sich wahrscheinlich das Ding der Susu kaufen. Man kann sich den Film angucken, da gibt es schon schlechtere Filme auf jeden Fall. Und ja, ich würde dem Film wirklich eine 5,5 von 10 geben, weil er zum Schluss noch ganz gut, sei mal, noch läuft und mir auch noch Spaß gemacht hat. Davor war es eher ein bisschen zäh und musste ein bisschen eine Patte kommen, aber trotzdem kann man sich den Film ganz gut angucken. Habt ihr euch schon den Film angeguckt? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare anschreiben. Er ist ja schon seit ein paar Wochen draußen. Und wie gesagt, nochmal Dankeschön an Cape Light für dieses kostenlose Ritzi-Muster, was ich von dem bekommen hatte. Und ich würde sagen, Leute, ne, bis dann. Ciao und bam.